Ich glaube, wahrscheinlich habe ich hier das Falsche ausgewählt gehabt. Möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass ich mich da verklickt hatte. Ah, ich habe jetzt keinen fortschrittlichen Holzrahmen hier transportieren. Oh, hier haben wir noch so ein kleines Kupfererz-Ding hier. Und dann haben wir ja nochmal, wir hatten ja Dieselmotor 2 und damals aber die neuen Loks. Und dann gibt es ja nochmal hier den neuen Benzinmotor oder sowas, den man erforschen kann. Und dann gibt es ja nochmal eine LKW-Umrüstung. Also wird das hier, glaube ich, jetzt theoretisch die vorletzte oder sowas sein. Das sind noch alte Transporter mit Eisenteilen. Die müssen auch mal weg. Die 6 Stück, ja, Kupfererz. So, 8 Stück. Ah, die kriegen mal den gelben hier. Den gelben THL-LKW. Wie gesagt, damit das abwechslungsreich ist. So, haben wir, glaube ich, jetzt hier in der Stadt alles erledigt. Dann können wir zum nächsten gehen. Ich glaube, das ist wirklich das Sinnvollste, wenn man einfach immer eine Route auf einmal ändert. So, das waren nur 4 Stück. Die kriegen wir wieder den hier. Zack. Und dann gab es noch, ja, Vakuumröhren. Die Fahrzeugerneuerung, die Fuhrparkerneuerung, die ist erstmal wichtiger. Müsste ich eigentlich auch auf den Firmenwert. Auswirken, oder? Wo sind wir jetzt? Ne? Bei 139. Ja, unwesentlich. Hier sind das jetzt 10. Okay. Apple-Handaktie des Holzträger, ja. Nehmen wir wieder den hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und raus damit. Auch noch so viele hier, die noch umgedingst werden müssen. Ja, diese ganzen neuen, die das machen wir dann, wenn das waren jetzt Stahlbarren, ne? Genau. Das geht wieder auf den Scania. Zack. Dann Stahlträger. Wie gesagt, dieser Leck, wenn man das ja auf alle Fahrzeuge angucken stellt, das ist auch irgendwie utopisch. Dürfte eigentlich gar nichts lecken. Meiner bescheidenen Meinung nach. Aber ich bin auch kein Programmierer, vielleicht muss es ja auch einfach so sein. So, der hatte Stahlbarren.
Stahl. Nee, Quatsch, Stahlträger waren das. Aber das hatte ich, glaube ich, richtig ausgewählt, ne? Ja. So, dann nochmal 6-mal Stahlträger. Das wäre dann der hier. Und Abfahrt, so wird der fertig. Gehen wir hier rüber. Hier gibt es bestimmt jetzt viel zu tun. Achso, hier ist schon vieles umgebaut. Bis auf die Eisenteile hier. So, war mir das nächste Depot. Hier oben, ne? Da kommt einer noch. So. Die kriegen... Was kann denn der hier eigentlich transportieren? Weiß man nicht, ne? Vielleicht kann der einfach alles. Wie waren das jetzt? 8 oder 6? Hm. Ich mache einfach 8 draus. Oh. Ah, ne, komm. Machen erstmal nur 6, weil wenn die eh mehr transportieren können, dann... Was ist denn dieser hier und der hier? Ach, der kann einfach nix. Warum gibt's den dann? Naja. So, stehen sie wieder an für diese Teile. Genau, das ist jetzt fertig. Hier haben wir noch was. Das waren Eisenbarren. Und zwar 8. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Na gut, so ein bisschen hier oben ist eine Entlastung jetzt eingetreten. Oh, hier oben ist eine Verknotung. Und Eisenplatten. Das ist ein Verkehrschaos hier beim Eisen. Wahnsinn. Oh, jetzt ist ja wirklich Stau. Das waren 6 LKWs, genau. Die kriegen auch einfach wieder den gelben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, zack. Gleich weitermachen. Oh, wir müssen doch bald mal alles haben hier, Mensch. Achso, wir haben noch das Holz dort oben. Eieiei. Ja, mal gucken, dass in der Aufnahme ja nicht fertig wird, dann geht es halt am nächsten weiter. Aber wie gesagt, viel kann es eigentlich auch nicht mehr sein. So, Eisenerz. Film wird 141 jetzt. So. Waren das bloß 4? Ja. Nee, Moment, 6, nee, doch 4. Zack. Ach, und haben wir noch mal Eisenerz. Oh. Thank you.
Und da ist bald die Elektrogeräteproduktion fertig. Halt. Oh. Eisenerz. Dann nehmen wir mal wieder den roten hier. So, hier haben wir jetzt Möbel. Ne, Quatsch, Holzrahmen. Die werden stilecht mit Holzrahmen. War der hier, ne? Ah, die kriegen auch mal den hier. Vier Stück, zack. Oh, was ist denn hier unten? Worauf warten die denn jetzt hier unten eigentlich schon wieder? Auf die Platten sind doch genug da. Ja, jetzt können die zwar mehr laden, aber anscheinend geht das auch nicht schneller, ne? Das ist irgendwie... Oh, wenn ich ja schon diese ganzen alten LKWs rumfahren sehe. Oh. Was ist denn hier oben? Ach, hier ist dieses Kreuzburg. Ha. Wo ich auch vorhin gucken wollte. Das kann doch eigentlich nur noch das Holz sein, was hier fehlt, ne? Machen wir erstmal hier Möbel. Wäre cool, wenn der Möbel-LKW blau gemalt werden könnte, sodass man denkt, oh, das ist Ikea jetzt hier. Was ist denn gelb? Möbelladen mit gelb.